Für diese umhäkelten Eier verwende ich Wolle, die eine Lauflänge von 220 Metern auf 50 Gramm hat und eine Häkelnadel der Stärke 2. Und ich verwende zwei unterschiedlich große Eier, also es sind diese Kunststoffeier. Einmal ein Ei mit dem Durchmesser von 6 cm und ein Ei mit dem Durchmesser von 9 cm. Wir beginnen erstmal mit 7 Luftmaschen. Und diese schließen wir zu einem Kreis, indem wir in die erste Luftmasche eine Kettmasche häkeln. So. In diesen Kreis werden wir jetzt insgesamt 24 doppelte Stäbchen häkeln. Das heißt, das erste Stäbchen wird ersetzt durch 4 Luftmaschen. Und dann häkeln wir noch die übrigen 23 doppelten Stäbchen in diesen Ring. So, nach den 24 doppelten Stäbchen häkeln wir in die vierte Luftmasche eine Kettmasche und beenden somit die Runde. In der folgenden Runde häkeln wir wieder doppelte Stäbchen, das heißt, das erste ist wieder eine Luftmaschenkette von 4 Luftmaschen. Dann häkeln wir nochmal 3 Luftmaschen, also am Anfang 7. Dann häkeln wir ein doppeltes Stäbchen, nicht in die nächste, sondern in die übernächste Masche. Häkeln dann wieder 3 Luftmaschen, lassen wieder eine Masche aus und häkeln in die nächste ein doppeltes Stäbchen. Und so geht es immer weiter, bis wir insgesamt 12 doppelte Stäbchen haben. Nach dem letzten doppelten Stäbchen häkeln wir nochmal 3 Luftmaschen und häkeln dann in die vierte Luftmasche eine Kettmasche und beenden somit die Runde. So. In der nächsten Runde werden wir jetzt hier in diese Zwischenräume häkeln. Und zwar häkeln wir in jeden Zwischenraum 4 feste Maschen. Und dann noch eine einzelne feste Masche über das doppelte Stäbchen. Dann wieder 4 feste Maschen in den Zwischenraum. Und eine über das doppelte Stäbchen. Dann müssten wir am Ende insgesamt 50 feste Maschen gehäkelt haben. Die letzte feste Masche häkeln wir über das doppelte Stäbchen und machen nochmal eine Kettmasche in die erste feste Masche. So, wir haben jetzt insgesamt 60 feste Maschen gehäkelt und in der nächsten Runde werden wir jetzt immer ein Stäbchen häkeln und dann 2 Luftmaschen. Und auch hier werden wir wieder immer eine feste Masche auslassen. Das heißt, wir beginnen mit 3 Luftmaschen für das erste Stäbchen, dann 2 Luftmaschen, also am Anfang 5 Luftmaschen. Dann häkeln wir ein Stäbchen in nicht die nächste, sondern in die übernächste Masche. Dann wieder 2 Luftmaschen, eine feste Masche auslassen und in das nächste ein Stäbchen häkeln. Und das wiederholen wir bis zum Ende. Und am Ende haben wir dann insgesamt 30 dieser Stäbchen. Am Ende der Runde häkeln wir wieder in die dritte Luftmasche eine Kettmasche und beenden somit die Runde. So, und in der nächsten Runde werden wir jetzt die Anzahl der Luftmaschen, die wir häkeln, der Größe des Eis anpassen. Und zwar für das kleine Ei werden wir jetzt in der folgenden Runde immer 8 Luftmaschen häkeln. Und im Fall des großen Eis häkeln wir immer 14 Luftmaschen. In meinem Fall werde ich jetzt ein großes Ei umhäkeln, deswegen häkle ich jetzt immer 14 Luftmaschen.
So, und dann häkle ich nach den 14 Luftmaschen eine feste Masche nicht in das folgende, sondern in das darauf folgende Stäbchen, also oben drüber, eine feste Masche. So, und dann wieder 14 Luftmaschen. Dann wieder ein Stäbchen auslassen und über das nächste Stäbchen eine feste Masche häkeln. Und das machen wir jetzt bis zum Ende der Runde und dann haben wir insgesamt 15 dieser Bögen gehäkelt. So, nach dem letzten Luftmaschenbogen, also insgesamt haben wir jetzt 15 Luftmaschenbögen, werden wir jetzt in der nächsten Runde hier an der Spitze des ersten Bogens beginnen. Um dahin zu kommen, werden wir jetzt einfach in den Bogen 7 feste Maschen häkeln. So, jetzt sind wir hier an der Spitze angekommen. Und in der folgenden Runde werden wir jetzt immer 10 Luftmaschen häkeln. Und dann werden wir in die Spitze des nächsten Bogens eine feste Masche häkeln. Bei dem kleinen Ei werden wir anstatt 10 immer 6 Luftmaschen häkeln. So, am Ende häkeln wir hier in diese 7. feste Masche eine Kettmasche. So. Die nächste Runde beginnt wieder hier an der Spitze des Luftmaschenbogens. Das heißt, wir häkeln wieder feste Maschen und zwar diesmal 5 feste Maschen. Und jetzt häkeln wir immer 3 Luftmaschen und dann eine feste Masche in den nächsten Bogen. Und somit verkleinert sich unsere Häkelei. So, nach den letzten 3 Luftmaschen häkeln wir wieder in die 5. dieser festen Maschen eine Kettmasche. Jetzt sieht man, dass sich so eine Art Beutel geformt hat. Und jetzt legen wir unser Ei da rein. So, und jetzt häkeln wir einfach hier weiter. Die Runde, die wir eben gehäkelt haben, ist übrigens genau die gleiche, die wir dann bei dem kleinen Ei häkeln. Also da häkeln wir auch immer 3 Luftmaschen und eine feste Masche in diesen Luftmaschenbogen. Man kann das jetzt auch schon so lassen, so ist es dann auch leichter, die Häkelei abzuziehen vom Ei. Aber wer das noch ein bisschen geschlossener haben möchte, häkelt jetzt einfach weiter und zwar häkeln wir, jetzt muss ich kurz überlegen, erstmal wieder in die Mitte dieser 3 Luftmaschen, also machen wir mal 2 feste Maschen. Dann häkeln wir immer 5 Luftmaschen. Beim kleinen Ei werden das 2 bis 3 Luftmaschen sein, da muss man einfach immer gucken, entsprechend der Größe. Wir müssen einfach so viele Luftmaschen machen, dass wir in der Mitte dieser Luftmaschenkette von der Vorrunde in der Mitte ankommen. Da immer eine feste Masche häkeln, dann wieder 5 Luftmaschen, eine feste Masche in den nächsten Luftmaschenbogen und so weiter. So, und am Ende der Runde häkeln wir in diese 2. feste Masche vom Anfang eine Kettmasche.
So, und jetzt kommt die letzte Runde. Da häkeln wir jetzt wieder in diese eben gehäkelten Luftmaschenbögen. Am Anfang jetzt erstmal drei feste Maschen, um wieder in die Mitte zu gelangen. Und als nächstes häkeln wir dann insgesamt zwei Luftmaschen immer und dann eine feste Masche. Dann wieder zwei Luftmaschen und eine feste Masche. Für den Fall des kleinen Eis häkeln wir dann immer eine Luftmasche und eine feste Masche. So, und am Ende häkeln wir wieder in diese feste Masche, hier in der Mitte von dem Luftmaschenbogen, eine Kettmasche und beenden somit die Runde und die Arbeit. Wir schneiden den Faden also ab, ziehen ihn durch und vernähen die beiden Fäden. So, und dann ist das Ganze auch schon fertig. Falls ihr irgendwelche Fragen haben solltet, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben.